Hallo Hunter, auch diese Woche haben wir wieder Eventquests bekommen, die wir uns einmal anschauen. Zwei Stück an der Zahl. Einmal müssen wir einen Flammen-Espinas umhauen im verbotenen Turm. Nerviges Monster. Für diese Quest sollen wir einen Titel bekommen. Und das Ding sieht sehr interessant und geil aus. Auch wieder im verbotenen Turm. Zweimal den tobenden Magnamalo umhauen. Hierfür soll es ebenfalls einen Titel geben und auch eine Deko-Rüstung. Wir springen mal in die erste Quest hinein und schauen mal, ob es zusätzlich zum Titel noch etwas gibt. Denn hin und wieder bekommen wir doch nochmal andere Belohnungen als das, was ursprünglich mal angekündigt war. Und glücklicherweise konnten wir auch sehr schnell eine kleine Gruppe finden. Beziehungsweise einen tapferen Kämpfer, der sich dem Flammen-Espinas stellt. Schildkröte ist weg, okay. Die können wir uns nicht greifen. So, das Vieh hasse ich eigentlich, weil, klar, er macht ein bisschen Gift. Oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich viel. Das sind sowieso meine Hassmonster. Plus, als der released wurde, hat er auch einiges an Problemen gemacht. Oh, das erste Teil schon gebrochen, aber leider nur der Rücken. Also der hat mir in der Vergangenheit ein paar Probleme gemacht, weil er ja auch einen Angriff hat, der One-Hit-Potenzial hat. Und von dem darf ich mich auf jeden Fall nicht treffen lassen. So, er schläft. Sehr schön. Oh, perfekt. Aber ich glaube, unser Schlag ist nicht durchgegangen. So, jetzt macht er den Schwanzwirbler und vergiftet alle. Bis auf mich, weil ich feiglingmäßig abgehauen bin. Na, shit. Kopf weggezogen. Eben hat er mich doch einmal gar nicht erwischt mit seinem Schädel. Aber ich glaube, wir haben einen schönen Healer dabei. So, erstmal aus der Ecke da weg. So, sehr schön. Oh, das ist die One-Hit-Mechanik. Schnell weg. Wow, ich fand die Explosion jetzt ziemlich groß, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, da hat er sich nochmal schnell verkrümelt. Wow, okay. Also, wenn ich das jetzt richtig... Ah, shit. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, hatten wir eigentlich Zeit genug gehabt. Aber der Radius war auch verdammt groß. Also, wenn wir da nicht direkt loslaufen, könnte das böse ausgehen. Und der dreht hier auch gut durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ein Selbstläufer ist das definitiv nicht. Und auch selbst, wenn er mich hier mit seinen kleinen Beißattacken trifft, die sehen nicht heftig aus, die ziehen aber teilweise schon ziemlich viel weg. Und zusätzlich müssen wir auch noch bedenken, wir haben ein Jagdhorn dabei, der uns auch noch mal gut bufft. Also, so. Oh, der wollte, glaube ich, gerade wieder loslegen. Also, ein einfacher Brain-AFK-Kampf ist das hier definitiv nicht.
Bei den beiden Magna Malos gehe ich davon aus, dass sie hart sein werden. Aber hier habe ich eher gedacht, dass wir eine entspanntere Runde haben. Oh. Aber der Schädel ist schon mal gebrochen, das ist gut. Na komm, geh auf die Mine drauf, genau. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob wir gleich bei den Belohnungen auch schon den Titel sehen. Aber die Titel sind mir eigentlich ziemlich Latte. Ah, okay, ich dachte, der pennt ein. Oh, sehr schön. Oh, nicht erwischt. Ah, sehr schön gemacht, Brent. Ah, guck mal, da unten links sieht das Palico aus wie eine richtige Katze. So, ich glaube, wir fangen ihn mal. Jupp, sehr schön. Ja, so easy peasy fand ich das jetzt nicht. Auf jeden Fall ein bisschen knackiger, der gute Freund. Und schwerer als gedacht. Das auf jeden Fall. Da bin ich ja gleich mal gespannt, was die beiden tobenden Magna Malos bieten. Die werden, denke ich, auch nochmal eine Nummer härter werden. So, hier erstmal ja nichts Besonderes. Wir haben ein goldenes Ei, okay. Ne, was der Titel ist, sehen wir jetzt hier nicht. Aber es ist ein Titel, EP sind auch in Ordnung, wunderbar. Dann springen wir mal weiter zur nächsten Quest und schauen mal, wie die beiden Tobenden sein werden. Und dann geht es auch direkt weiter mit der nächsten Event-Quest. So, haben wir erstmal vorbereiten. Ja, die Schildkröte wurde wieder gezupft. So, da ist Patient Nummer 1. So, ich weiß gar nicht mehr, also so oft habe ich jetzt auch noch nicht gegen ihn gekämpft. Hat er irgendwelche besonderen Mechaniken gehabt? Ja, ich musste jetzt erstmal irgendwo draufhauen, bevor alles verloren ist. Oh, sehr schön. Unsere Combo ist doch noch sauber durchgegangen. Und wieder den Schädel erwischt. Sehr schön. Oh.
Aber dann kann ich auch schon mal auf die richtigen Tränke wechseln. Okay. Ach, im Vergleich zum Flammen-Espin, das war die Explosion ja gar nichts. Ah, shit, das ist zu weit weg. Ah! So, der zweite kommt auch noch dazu. Wow! Jetzt wird's lustig. So, und der zweite ist nochmal größer. Gut, hätten wir auch von ausgehen können. Aber der eine ist jetzt down. Sehr schön. Und jetzt kommt der große Bruder. Der eine war Slutko, der andere ist Jürgen. Ah, 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 ah. Okay, ich bin damit kaum Schaden durchgekommen. Gut. Eieieiei. Anders als erwartet war der Flammen-Espinas, glaube ich, der schwerere Brocken. Gut, das hier ist noch nicht überstanden. Sehr schön. Das rechnen wir uns jetzt mal an. Aber das Vieh ist schon ziemlich groß. Ich glaube auch, dass der vorherige ein kleines Exemplar war, weil als er gekillt wurde, sind da so viele Informationen hochgeploppt. Ja, sehr schön. 1-3er Schaden. Nachdem ich eben nicht dran durfte, ist das eine kleine Genugtuung. Oh, okay, hier war auch der Radius deutlich kleiner als Flammen-Espinas. Okay, den Schaden vom Schwanz und so fand ich jetzt nicht so heftig. Der Rote hat mich, glaube ich, auch nicht richtig getroffen, aber selbst dann. So, Leute. Ach Gott. Bei diesen Bereiten, da sehe ich ein bisschen schwarz. Aber okay, direkt vor die Füße gelegt. Das ist in Ordnung und gut. Sehr schön, direkt wieder in den Dreck geworfen. Ich muss mal gucken, ob ich von dem Dude hier noch was brauche. Ansonsten ist heute und in den nächsten paar Tagen ein sehr schöner Tag, um Materialien von ihm zu farmen, weil die Leute halt... Oh Mann, was war das? Weil die Spieler halt diese Event-Quest farmen werden bis zum geht nicht mehr, weil sie halt neu ist. Oh, okay. Gut, also ich muss mich korrigieren. Der Dude hier war doch... Oder diese Quest war doch einfacher als Flammen-Espinas. Auch wenn Freddy hier draufgegangen ist, aber das ist auch kein Problem. Solange am Ende des Tages das Ding hier erfolgreich abgeschlossen wurde, who cares? Und ich bin jetzt mal gespannt, was wir so allgemein als Belohnung bekommen. EP sollte, denke ich, auch ganz ordentlich sein.
Und dann natürlich auch, was wir als, als Dekorüstung serviert bekommen. Die letzten Dekorüstungen, ja, waren halt okay. Die eine oder andere war vielleicht ziemlich lustig oder einzelne Teile sahen auch gut aus. Aber in der Gesamtheit war da jetzt nichts dabei, wo ich dachte, wow, geil. Ne? Das sparen die sich eher für die bezahlten Dinge auf. Aber okay, vielleicht werden wir jetzt eines Besseren belehrt. Ich hoffe es. Oh, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Materialien. Sehr schön. Platin-Ei ist immer gut. Gold-Ei ist auch immer gut. Wir bekommen zweimal himmlische Seide. Alles klar. EP ist natürlich gut. Wir bekommen den Titel. Wir bekommen unsere Dekorüstung. Also an für sich sieht das hier alles soweit gut aus. Ja, etwas mehr als 7,5 Minuten für zwei von denen. Flammenespinas waren 13 noch was. Das passt. Und wir schauen uns jetzt mal das Blutübel-Set aus. Ob sich dann auch der ganze Aufwand und Spaß für euch persönlich lohnt, müsst ihr dann selber entscheiden. Und da sind wir auch schon direkt auch mit dem Set. Links habt ihr das Set. Und auf den ersten Blick würde ich sogar sagen, ja, das Ding hat was. Das sieht sogar ziemlich nice aus. Als ich das Ding das erste Mal gesehen habe, eben habe ich direkt an Final Fantasy gedacht. Ich weiß nicht wieso. Wir brauchen jeweils einmal die Seide. Also insgesamt fünfmal Seide. Im ungünstigsten Fall müssen wir die fünfmal legen. Im besten Fall weniger. Und zusätzlich nochmal jeweils Malzeno, ja, das sind alles Malzeno-Items. Das heißt, ich muss gleich nochmal Malzeno farmen, verdammt. Aber okay, erstmal ziehe ich mir noch zwei, dreimal diese Event-Quest rein, um genügend Seide zu haben. Dann farme ich mir das Set zusammen. Ich finde es cool, ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ich wünsche euch diese Woche und auch darüber hinaus viel Spaß beim Monster Hunter.